Mehrere Gebiete in Europa am 28. Dezember 2023, in denen der Sturm Gar, der zweitstärkste Uran nach Uran ist, in verschiedenen Regionen Europas erneut auftritt. Es gibt bereits mehr als 100 Flachmeldungen in Teilen des Vereinigten Königreichs, da die Ankunft von Sturm Gar den Festlichkeiten einen Dämpfer versetzt. Mit der Umweltbehörde gibt es Warnungen für Flüsse in Woodborough, Mington und Warwick in East Yorkshire. Es gibt auch eine Warnung oben. Heute wird das Haarbecken voraussichtlich der am stärksten betroffene Tag sein, mit starken Winden, die einen Abschnitt der Südküste treffen und zu Störungen im Verkehr und zu Stromausfällen führen könnten. Auch in Wales und im gesamten Zentrum und Nordwesten Englands werden starke Regenfälle erwartet, was zu möglichen Überschwemmungen führen könnte. Zugstrecken und Routen werden aufgrund des schlechten Wetters unterbrochen. Mehrere Bäume blockieren die A82 in Schottland. National Rail hat Routen in ganz England genutzt. Wales und Schottland werden durch einen Sturm gestört. Die Linien zwischen Inis und KY von Elhas in Schottland haben sich nach starken Regenfällen jetzt wieder geöffnet. Die Eisenbahn ist überflutet, Regen könnte noch um 15 Minuten verzögert sein. Die schottische Umweltbehörde hat 6 Hochwasserwarnungen in Frey und Galloway herausgegeben. Arne und die schottischen Spers haben 102 Hochwasserwarnungen in England, besonders im Westen, von Carrel bis Bournemouth, 26 in Wales und 15 in Schottland. Auch Reisende waren nach ihren Weihnachtsferien müde von Verzögerungen und potenziell gefährlichen Bedingungen auf dem Weg nach Hause, während sich das Vereinigte Königreich auf den Sturm Gerald vorbereitet, der am Mittwoch starke Winde und heftigen Regen in viele Teile Großbritanniens bringen wird. Wintergefahr ist auch wahrscheinlich, wenn Caster Gelb warnt. Wind- und Regenwarnungen gelten in weiten Teilen des Vereinigten Königreichs am Mittwochmittag. Aufgrund des Sturms waren mindestens 8 Flüge von British Airways abgesagt worden. Einschränkungen der Flugverkehrskontrolle bedeuteten, dass BA-Flüge betrieben werden mussten. Vom Flughafen Heathrow in London, wo die Abflüge nationale Reisen nach Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, Jersey und Manchester waren. Ein Sprecher sagte, wir haben uns bei unseren Kunden für eventuelle Störungen ihrer Reisepläne entschuldigt.